Okay, Qualifying. Baku, schauen wir mal. Auf geht's. Manche würden bei uns auch sagen, Qualifying. Alles gut. So. Na gut. Dann schauen wir mal, was drin ist. All clear the garage, please. Car ready to leave. 18 Minuten. Ich mach mich gerade bereit. Ich muss noch eine Minute warten. Irgendwas mit dem Auto nicht in Ordnung, oder was? Ja, Schmiersystemfehler. Also Öl, irgendwie hat er Öl gesagt. Ja, Öl. Ich habe bei mir hat eben Bremsen Probleme gehabt vom ersten Training. Ja, ja, ich fahre jetzt raus. Dann stehen wir uns auch nicht im Weg, weil bis du raus bist, so weit auseinander. Ja, mein Ziel ist es mal wieder so ein bisschen in Richtung Punkte zu schielen. Das wäre natürlich super. Nach den zwei schweren Rennen jetzt in den letzten beiden Wochen hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen wieder bergauf, wieder ein bisschen bergauf geht. Naja. Es wird dann besser, die nächsten Strecken auf jeden Fall. Hoff so. Nächste Woche ist Kanada. Also nicht nächste, sondern übernächste. Ja, so. Erstmal nur alles zwei Wochen. Dann fahre ich jetzt auch mal raus. Jetzt ist mein Ölsystem. Na, ich bin schon hinter der Altstadt. Aber ich bin jetzt schon mal ein bisschen weiter gekommen als in Monaco im Qualifying. Da war es ja, glaube ich, zweite Kurve oder so, Schluss. Aber lag auch ein bisschen am Wetter, weil stark Regen und ich bin in einem trockenen Setup gefahren. Das war vielleicht nicht so die weiseste Entscheidung. Damit habe ich es mir selber ein bisschen verbaut. Na dann, let's go. Ich darf mich nur gleich nicht wieder so wegdrehen, weil ich zu viel will. So. So, jetzt bin ich gerade hinten in der Burgpassage, da habe ich überhaupt nicht getroffen, die Kurven. Ja, da waren die Curbs, aber ich habe das Auto gefangen noch bekommen. Wird deutlich Zeit gekostet haben. Wenn der neu ist, 39,6, da werden wir wahrscheinlich nicht rankommen. Weitem nicht. Das Wasser hinter mir und der ist schon schneller.
Fahrer vor mir. Russell is ahead of you. Their best lap time is a 1 minute 41.1. Das war's. Flügel weg. Das war's. Geil, weil der Russell, der fährt eine Inlap und schiebt mich in die Wand. Oder beziehungsweise fährt so nah an mich rein, dass ich in die Wand gerutscht bin. Weil der jetzt bis auf über dem Getriebe klebt, anstatt den abschauen zu lassen. Aber fahren kannst du ja noch. Kannst du ja in die Box. Ich bin ja in der Box. Aber wie gesagt, der Flügel war weg. Weil der wirklich direkt bis auf ein paar halben Meter oder so am Getriebe klebte. So ein leichter Frontflügelschaden. Aber es geht schnell. So, erstmal wieder in der Box. Ich hatte auch einen kleinen Frontflügelschaden, habe ich gar nicht gemerkt jetzt. Wahrscheinlich beim Platz lassen, irgendwo zu nah an die Wand gefahren oder so. Ja. Engine fired, we're set. Naja, zumindest die Williams habe ich schlagen können. Da bin ich nicht dran. Momentan 17. Ach, weil ich dieses jedes Mal. Diese scheiß Boxen-Dings. Ich vergesse, dass ich vergesse jedes Mal, dass ich einen Assistenten aus habe. Wir haben aber Haas angefangen, hätte das gepasst mit den Plätzen. Aber mit Alpha Tauri ganz hinten irgendwo so stehen, das ist. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht so der Anspruch. Ja, aber das ist jetzt auch keine Strecke, wo ich jetzt noch groß pushen will, möchte, kann. Mir geht es ja nicht um die Platzierung, mir geht es ja auch ein bisschen um den Abstand. Der Abstand ist mit 1,5 Sekunden arschgroß. Keine Ahnung, wo ich die Zeit da liegen lasse. Aber wie gesagt, das sind alles so nicht meine Strecken. Gucken wir uns nächste Woche in Kanada, da wird es hoffentlich wieder ein bisschen was besser. Ja, nicht nächste Woche, übernächste Woche.
Ich hab den jetzt gerade schon rum. Am Motor 60%. Nicht, dass ich schon demnächst drei Motor ausnehmen muss. Viel haben wir nämlich nicht. Du musst auf jeden Fall Strapazierfähigkeit reinhauen. Mhm. Fahrer vor mir. Russell ahead. Their best lap time is a 1:41.1. 1:41.1. Die hätte ich jetzt gerade so auf Augenhöhe, die Zeit. Seine 40-1, ja, ich. Das ist aber nicht der Anspruch, mit den Williams auf Augenhöhe um zu fahren. Hm? Platz 17 und 20. Wie gesagt, hätten wir die Haas am Anfang nehmen können. Ja. Ja, alles gut. Passiert. Was passiert bei dir? Ja, ich versuche mich zu konzentrieren. Okay, Entschuldigung. Wir fahren Baku und nicht Frankreich. Aber die Runde kann ich eh schon wieder in die Tonne kloppen hier. Ja. Minuten haben wir noch. Ja, kann ich gleich boxen hier, den kann ich vergessen. Wir haben ja auch die Möglichkeiten, getrennte Wege zu gehen, ne, im Team. Es kann ja auch passieren, dass der eine oder eine von uns oder einer von uns weggekauft wird von dem anderen Team. Oder zumindest Angebote bekommt. Ich glaube, mit den aktuellen Ergebnissen wird ja keiner weggekauft. Ja, doch, Testfahrer. Oh. Ob ich noch eine Runde schaffe, wenn ich jetzt hier warten muss, bis sie dich reinhaben. Ja, du musst immer auf die Nummer 1 warten im Team. Normal. Die Nummer 1, die gerade auf Platz 20 ist, oder was? Die Nummer 1, die 11 WM-Punkte geholt hat. Car repair
Perez have set us back a little. Und die schnellste Runde im ersten Rennen hatte. Ja, genau die, der momentan auf der 20 liegt. So, fahren wir nochmal auf die Strecke. Wir machen unseren Reifen und irgendwie versuchen nochmal was zu reißen, das Zeit mitzunehmen. Was hast du gefahren momentan? 40? 9. 40? 40, 40, 9. Ja, okay, ja. Dann sind wir nicht weit auseinander. Ich habe eine 41, ein 200stel. Du hast noch 2 Minuten 50, also theoretisch würdest du noch eine Zeit kriegen können. Ja, nur jetzt ist mega Verkehr auf der Strecke. Klar, die sind natürlich jetzt alle raus. Ich habe jetzt vor mir einen Mercedes, hinter mir einen McLaren. Und dahinter müsstest du dann kommen. Hamilton habe ich vor mir. Ja, mal kurz den Hamilton wegschießen. Scheiß auf die Gridstrafe. Nein, alles gut. So weiß ich, bin ich nicht. Wir müssen lieber nicht alles nachmachen. Auch da unterstelle ich ihm keine Absicht, aber auch das hat für mich auch einen komischen Beigeschmack. Wie gesagt, beide Unfälle, jetzt wo die Konkurrenten quasi fast alle raus sind mit dem McLaren, mit dem Red Bull. Und jedes Mal ist ein Mercedes involviert. Ich finde es ein bisschen komisch. Mir kommt das komisch vor. Ja, das war's mit meinem Qualifying. Flügel weg? Flügelschaden, ja. Ja, scheiße. Dann habe ich ja die Chance auszugleichen. Aber wie gesagt, dazu muss auch meine Runde erstmal passen. Das ist auch nicht ganz einfach. Ja, so wird es wahrscheinlich nichts werden. Ich habe schon wieder Rückstand. Ne, das wird nichts. 3-1 für dich. Sehr wahrscheinlich. Sei denn, ich kriege hier nochmal was zusammen gezaubert. Und das knallt eine schnelle Runde raus. Schnellste Runde raus. Ne, das wird nichts. Hamilton haut hinterher. Ne, schade. Letzter. Aber ich glaube, kann auch vielleicht am verschlissenen Motor liegen. Also verschlissen, nicht verschissen, ne? Nicht, dass das so falsch verschissen. Apropos verschissen, ich mache jetzt nochmal eine Toilettenpause. Da machen ja viele Fahrer vom Rennen immer gerne mal noch schnell. Scheiße, ey. Ach Mann. Sind wir mal knapp auseinander. Aber der Abstand nach vorne ist ziemlich groß, dann zu Mazepin. Naja, gucken.
So. Naja. Gut, dann haben wir das zumindest mal durch. Bin wieder da. Ha, okay. Ha. Ha. Mal gucken. Mal gucken, wie viele Runden wir schaffen ohne DNF. Hey, aber die kurzen Folgen lassen sich wenigstens gut hochladen. Ja. Geht schnell. Ja, die geht schnell. So, ich will mal kurz hier gucken. Nach unseren... Steuerelektronik schon bei... Ach so, das ist die Abnutzung, okay. Also der Turbolader hat schon 60... Und ja, ich baller gerade einen neuen Motor rein. Ich bin eh letzter und es ist eh wurscht. Ich werde nach dem Rennen erst tauschen. Ja, ich habe 60% und bis vorher, wenn ich ehrlich bin, vielleicht habe ich eine Chance, mit einem frischen Motor was zu reißen. Und vielleicht... Ja, mal gucken. Aber vielleicht hast du vielleicht bist du auf einer guten Position und dir geht das Ding am Ende hoch. Weiß ich nicht. Versuch drauf zu pokern. Na gut, schauen wir mal in der nächsten Folge, wie das Rennen wird.